Jüdisches Leben in Deutschland, das heißt auch jüdisches Leben in der Diözese Eichstätt. In den Regierungsbezirken Mittelfranken, Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz gibt es unterschiedlich viele Spuren jüdischen Lebens. Im mittelfränkischen Bechhofen stoßen Interessierte auf den zweitgrößten jüdischen Verbandsfriedhof im süddeutschen Raum. Auf ihm wurden vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zu den Novemberpogromen 1938 die Toten aus zeitweise bis zu 16 jüdischen Gemeinden beerdigt. Von den mehr als 8000 Bestattungen stehen bis heute noch über 2300 Grabsteine. Es ist natürlich so, dass gerade mit diesem aufkeimenden Antisemitismus, den wir immer wieder neu erleben können, in verschiedensten Formen, das Wissen über die Geschichte eigentlich sehr wichtig ist, um zu sehen, dass die jüdische Kultur über Jahrhunderte ganz normaler Bestandteil auch unserer fränkischen Kultur war, sicherlich am Rande, sicherlich auch befeindet vielleicht von einigen, aber sie hat immer dazugehört. So kam von 2009 bis 2012 ein jüdisches Ehepaar aus Jerusalem in den Sommermonaten nach Bechhofen, um dort im Auftrag der Ansbacher Frankenbundsgruppe die noch stehenden Grabsteine zu fotografieren. Sie schrieben die noch erkennbaren Inschriften auf und hielten sie fest, sodass sie im Internet für jeden recherchierbar sind. Aber Spuren jüdischen Lebens gibt es auch mitten in der Stadt, beispielsweise in Eichstätt. Der Gesprächskreis Christentum-Judentum ist dort mittlerweile für das Projekt Stolpersteine verantwortlich. Mit diesen kleinen Gedenktafeln im Boden soll an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Ich denke, nur wenn man seine Vergangenheit kennt, kann man aus ihr lernen und kann vor allem verhindern, dass sich Vergangenes nochmal wiederholt. Ich persönlich bin im Gesprächskreis Christentum-Judentum, weil ich es unglaublich wichtig finde, die Geschichte und die Erinnerung an die jüdische Kultur, das jüdische Leben hier in Deutschland und jetzt natürlich auch im Speziellen hier in Eichstätt in Erinnerung zu halten, es zu bewahren und einfach in die Öffentlichkeit zu tragen und mehr ins Bewusstsein zu rufen. Die Steine in Eichstätt erzählen unterschiedliche Geschichten. Da ist Rosa Löw, die über 40 Jahre in Eichstätt lebte und die nach der Deportation in Treblinka ermordet wurde. Da sind zahlreiche Mitglieder der Familie Dachauer, die im Nationalsozialismus ermordet wurden. Und da ist Salomon Guttentag, der am Domplatz ein Textilkaufhaus führte und 1937 nach Südafrika floh. Im Gebäude in der Pfahlstraße 45 befand sich einmal ein Betsaal der jüdischen Gemeinde. Und auch die Inschriften der Grabsteine in Bechhofen erzählen die unterschiedlichsten Geschichten. Jüdische Friedhöfe sind natürlich etwas ganz Besonderes. Zum einen, weil es wirklich auch für uns noch sichtbare Zeichen sind, die wir in den verschiedenen Landschaften bzw. Dörfern immer wieder entdecken können. Und natürlich ist auch der jüdische Friedhof in seiner Bedeutung als eben Friedhof etwas ganz Besonderes. Denn der jüdische Friedhof ist auf die Ewigkeit ausgelegt. Also das heißt, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel bei uns, bei einem katholischen Friedhof werden Gräber irgendwann aufgelassen. So heißt es ja, und das passiert natürlich bei einem jüdischen Friedhof nicht. Das heißt, wer dort einmal begraben wurde und dem sein Stein dort steht, der soll dort wirklich bis in die Ewigkeit auch bleiben. In Bechhofen geht es nun weiter. Die Inschriften auf den Steinen sollen im Rahmen eines neuen Projekts vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt werden. Denn nur ein kleiner Teil der Inschriften ist deutsch abgefasst. Leichter zugänglich können sie so noch einmal neu Aufschluss geben über die Leben vieler jüdischer Familien und die Geschichte der Region.